Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Und ja, wir gehen in die nächste Runde und können uns mal wieder einen Charakter aussuchen. Eine lesbische Hokagin, einen Spelunker mit Tunnelblick. Ich würde sagen, wir probieren es mit der Hokagin und gehen jetzt immer den nächsten Boss an. Erstmal kurz gucken, ob wir was Neues haben, was wir uns leisten können. Mutilation Rune. Damage Return to Enemy. An den Bracers haben wir eh noch nichts equipped. Deswegen würde ich fast mal sagen, die nehmen wir. So. Und den Rest verballern wir hier in der Manor. Wir könnten einmal die Rüstung erhöhen oder einmal das Leben. Crit Chance bringt sich nicht so viel. Spelltief haben wir 4 Münzen zu wenig. Und was können wir hier drüben? Ah, Deftify. Aber nein, brauchen wir noch nicht. Ich würde mal sagen, wir pumpen eins in die Rüstung. Und dann geht's auch gleich mal los. Wieder Sharon. Geld abdrücken. Und fuck. Alles im Hauptraum kaputt hauen. Oh. Was machst du denn hier? Und ich mag dich da nicht so unbedingt, würde ich sagen. Aber wir müssen da lang, weil wir nach oben wollen. Oh. Und wir zerlegen mal ein Klassenzimmer, weil wir die Schule nicht mögen. Genau. So. Alles zu plump hauen. Und dann geht's hier oben, glaube ich, nach Maya. Hoffe ich mal. So. Hier sind die Gegner zum Glück noch One-Hits. Hier mal hoch. Nein, hier ist kein Maya-Gebiet. Lassen wir die Gegner mal hier leben. Hier gibt es nur eine Truhe, aber die holen wir uns. So. Ich weiß nicht, dass uns das Auge nicht erwischt. Was? Und Zombie, nice mal, ja. Hallo, Truhe. Oh, kleine Ausbeute, sehr schön. Jetzt wieder runter und dann gucken wir mal links nach. Hütchen einsammeln. Wow, du bist ja einer. Also hier geht's schon mal nicht in Richtung Turm. Müssen wir hier runter wieder. Gucken wir mal in die Richtung. Hier ist schon mal der ehemalige Boss. Und das war unnötig. Das Chicken. Okay, Geld ist gut. Hier ist noch mehr Geld. Und ein Haufen Blumenwasser. Naja, so kommen wir wenigstens an Geld ran. Aua. So, da noch Geld. Oh, wir sind schon wieder fast bei 2000. Wieder zurück in den Bossraum da unten. Und dann da lang weiter. Ich wollte eigentlich den treffen, aber dass ich den Dumas getroffen habe, war auch gut. Oh. Das ist nicht unbedingt ein Raum, den ich mag. Hier gibt es einen Wald. Okay. Na, das war nicht so wirklich das, was ich wollte. Porten wir uns mal zurück.
Entweder ist die Verbindung mittlerweile im Wald. Oder sie ist wo ganz anders. So, wieder hier hoch. Dann gucken wir mal kurz da runter. Die Truhe, an die wir nur als Zwerg kommen. So, da müssen wir wohl doch durch diesen Raum hier durch. So. Take no damage. Nein, danke. Wow, das war knapp. Ganz ehrlich, wo geht sie den verdammten Turm? Müssen wir hier wohl lang? Wow, und hier durch. Das sieht gut aus. Aber das war nicht so gut. Stirb. Tisch zerhauen. Defeat all enemies. Das ist immer schön. Defeat all enemies. Sofern das nicht zu viele Feuerspucker und... sowieso nicht Zeug ist. Ich hasse diese starken. So viel zum Defeat all enemies. Immer noch nicht alle. Achso, da ist noch ein Ding, was. Kurzer. Und wir haben eine Haste-Rune für die Chestplate. Noch ein Defeat all enemies. So ein Defeat all enemies ist schön. Da können wir nämlich genügend Lebenspunkte zurückholen. So, blauer Ritter, da oben ist ein Zombie. So. Und in der Truhe haben wir Retaliation Rune für die das Schwert. Nö, brauchen wir nicht unbedingt. Noch ein Tagebucheintrag. Ich habe die Bestie im Wald getötet. Und ich habe gefühlt, wie der Thronraum noch schwächer geworden ist. Also waren meine Vermutungen korrekt. Jeder Flügel des Schlosses hat sein eigenes Wachmonster. War es als Test des Winds designt? Wenn es so ist, dann darf ich nicht versagen. Weil je weiter ich vorankomme, umso stärker werde ich. Morgen werde ich den Turm erkunden. Ich habe einen guten Lauf. Ja. So. Eismagier. Hier wieder ein Eissplittern weg. Viele Eismagier. Kein Ding, was. Feuerbälle sind nicht so, meine Freunde. Geh weg da. So. Und hier müsste noch ein Skelett sein. Ist hier sonst noch was? Scheint nicht so der Fall zu sein. Zerschlagen wir trotzdem mal alles. Mana. Und endlich der Turmübergang. Sehr schön. Eine Mimikkiste, die wir gleich enttarnt haben. Wir finden. Oh. Gegner, die einen Haufen Schaden machen. Das ist weniger schön. Blutspuckende Auge. Das mir viel zu schnell blutspuckt. Noch eine Mimik, die zum Glück mit einem Schlag stirbt. Aua. Noch eine Mimik. Und wir sind langsam am Sterben. Müssen wir aufpassen. Ich will nämlich wenigstens noch den Boss finden.
Das ist ja so ein komischer Raum mit den paar Wächterkanonen da. So. Mit dem Weg. Die ist halb so wild. Wow, Spuckpflanzen sind hingegen lästig. Und hallo Schädel. So war es nicht so ein einfacher Schädel, wie bei Alexander rumgespukt hat, sondern einer, der mehrmals schießt, oder? Den Raum mag ich nicht. Nee, nee. Obwohl es da drei Wege weitergeht, gibt, aber ich gucke mich erstmal hier um. Wow, da muss ich aufpassen. So, jetzt brauche ich nicht mehr aufpassen, jetzt kann ich den einfach wegschlagen. So. Wow, wie machst du das? Gefragt. So, genau, weg mit dir. Hier ist nichts. Wow. Das ist definitiv ein Magier. Und der kann durch die Wand schießen, weil er seinen Eisfinger in der Wand gespawnt hat. Wow. Korrupte Ritter sind nicht so schön. Mimics, die schnell sterben, hingegen sind toll. Und ich merke, ich bin wieder fast gleich tot. Ich muss aufpassen. Puh, das war knapp. Wow. Du stirbst. Ein Ninja. Ein Ninjo. Wir sind auch One-Hits, zum Glück. Der hingegen... leider kein One-Hit mit seiner Sturmattacke. Und eine Mütze ist in die Wand geglitscht. Nein. Ah, Mist. Tötet von einem Wagen. Aber zweieinhalb Reihen voll gemacht. Sehr gut. Gucken wir uns mal den nächsten Haier an. Stereo Blind, Paladin. Großer Paladin. Ich glaube, ich nehme den Paladin, der nicht richtig zaubern kann und zu viel Sicht hat. Und wir haben einen Haufen Geld, merke ich gerade, gemacht. Deswegen erhöhen wir mal Lebenspunkte, ganz dringend. Schalten den Spare-Tief frei, weil da oben in die Richtung noch Sachen sind. Spare-Tief Upgrade. Ich hätte Stärke verbessern sollen. Na gut, dann... Chance, tot auszutricksen. Na, machen wir noch mehr Rüstung. So. Haben jede Menge neue Runen, aber die interessieren uns nicht. Wir wollen töten. Mit dem Paladin dürfen wir es etwas länger durchhalten, als mit dem Orkage. Mal gucken, ob wir gleich den Turm, die Richtung des Turmes finden. Hier lassen wir mal so fern möglich alles leben. Aua. Okay, so viel fern möglich ist gerade vorbeigegangen. Jetzt stelle ich mich aber auch an. Jetzt aber. So. Take no damage. Nein, danke. Und hier ist gleich der Maya-Übergang. Sehr schön. Was Hütchen. Und hier vorsichtig sein. Du warst ein... bist ein Doom Trade? Ah.
Du bist was Garstiges. Stirb. So. Du kannst auch sterben. Ihr stirbt bitte ganz schnell. Okay, das wird kein guter Run, wenn ich so weitermache. Also noch 52 Leben, ein Fünftel meines Lebens. Und wenn ich jetzt gerade in die Starre gesprungen wäre, wäre mein Leben vorbei. So. Dich habe ich gesehen, dass du ein Doomfraid warst. Das war jetzt wieder knapp. Du bist eine böse Mimiktruhe. Du bist ein stürmender Ritter. Na komm her, so. Doomtrade, wieder eins. Wow. Stirb. Die Kiste unter mir ist im Weg. Kurzer. Hier gehe ich mal einfach geradeaus weiter. Oh, hier gibt es eine geheime Kiste. Das ist gut. Was haben wir hier Schönes? Oh, eine neue. Das Sage Sword. Das bringt, glaube ich, mehr Gold. So, und jetzt wieder hier hoch. 28 Leben. Das ist ein Raum, in dem ich nicht, jetzt nicht sein möchte, mit dem wenig Leben, was ich habe. Der Raum schon eher. Auch wenn hier ziemlich viele Doomtrails zu sein scheinen. So, noch einer weg. Und der letzte. Gibt zum Glück ein bisschen Leben. Auch wenn ich viel lieber noch Leben für den Boss übrig hätte. Nein, danke. Hier lang. Und da bin ich gestorben. Der Run war nicht besonders gut. Aber gut, dann lassen wir es mal für diese Folge wieder sein. Bis zur nächsten Folge.